Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der nächsten Woche und ich stelle euch die Karten vor, die wir diese Woche verwenden. Das Druid Craft Tarot von Philipp und Stephanie Cargom. Dann haben wir von Dorin Virtue Engel, das Engel-Orakel für jeden Tag. Die After-Tarot-Karten für die einzelnen Wochentage und zur Klärung die normalen Rider-Waite-Tarot-Karten in klein. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei eurer allgemeinen Legung für die kommende Woche. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 21. bis 27. Oktober 2019. Und wir schauen uns an, welche Energien für dich in dieser Woche so relevant sind, was du hoffentlich nutzen kannst, was hoffentlich hilfreich ist für dich. Du entscheidest. Es ist ja eine allgemeine Legung. Und wenn das nicht passt, bitte nicht passend machen. Das kennst du schon, wenn du meinen Kanal verfolgst. Und wir gucken uns an, welche Energien kommen denn von außen für die Jungfrau in dieser Woche? Also was bringt dir dein Umfeld, deine Mitmenschen, was bringen sie dir in dieser Woche entgegen? Prinzessin der Stäbe, das ist wie der Ritter der Stäbe, Begeisterung, aber eben kurzzeitige Begeisterung. Das ist nichts, was dauerhaft ist, aber man kann ja auch kurzzeitig mal Freude haben, warum auch nicht? Wir gucken mal, wie das zu deinen Energien passt. Also als erstes die Energie, wie du dich selber siehst, dann was du dir wünschst. Hoffnung und Ängste, was gut ist für dich, was weniger gut ist und natürlich der mögliche Ausgang. So, ja, dann kommen wir wieder zu den Wochentagen. Auch da sei gesagt, dass bei den Allgemeinlegungen die Wochentage variieren können. Das ist nicht für jeden immer der gleiche Tag. Wichtig ist nur, dass diese Energien dir weiterhelfen. Und wenn du es im Vorfeld hoffentlich gehört und gesehen hast, kann dir das vielleicht das eine oder andere Mal einfallen und vielleicht ein wichtiger Hinweis sein. So, wir schauen mal, welche Energien bringst du mit, was demonstrierst, präsentierst du nach außen deiner Umwelt. Wir haben den Page der Münzen. Das ist Erdenergie, das passt zu dir, ist ja Erdzeichenenergie. Und das ist ein kleiner Schritt in Richtung Stabilität und Sicherheit. Vielleicht bietet sich dir ja da was Neues. Eine Chance ist da. Also du siehst diese Chance. Gucken wir mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So, sehr schön. Dann wollen wir natürlich mal schauen, wie du dich selber siehst in dieser Woche. Wir haben die vier der Stäbe. Das heißt, du bist sehr häuslich, so in Sachen Familie unterwegs, kümmerst dich, vielleicht bereitest du eine Familienfeier vor oder ein Zusammentreffen der Familie. Also du siehst dich als Familienmensch. Sehr schön. Was ist denn dein Wunsch? Das ist Stärke. Du brauchst Stärke, je nachdem, worum es bei dir geht. Du wünschst dir sozusagen die Power, irgendetwas durchzuziehen, durchzuhalten, zu erreichen. Hoffnung und Ängste haben wir den König der Schwerter. Das könnte jemand sein, der die Dinge beurteilt, der vielleicht ein Richter ist zum Beispiel oder ein Chef oder jemand, der das Sagen hat. Jemand auf jeden Fall, der sachlich ist. Das kann Hoffnung sein, dass dir jemand weiterhilft oder dir die Entscheidung gibt, die du möchtest oder die Befürchtung, dass das eben nicht in deinem Sinne ist. Was ist gut für dich in dieser Woche? Da haben wir die Fünf der Schwerter. Fünf der Schwerter bedeutet ja, streitbar zu sein, einen Konflikt heraufzubeschwören. Vielleicht ist das notwendig. Jedenfalls bist du sozusagen in Kampfstellung. Okay, was ist nicht gut für dich? Das ist die Acht der Stäbe. Feuerenergie, Kommunikation. Würde ich denken, dass du in dieser Woche deine Worte vorsichtig wählen solltest, ja? Weil du hier, wie gesagt, streitbar bist und wenn du, ja, ich sag mal, einen Konflikt hervorrufen würdest, vielleicht nicht die richtigen Worte wählst und dir selber ein Eigentor schießen könntest. Also sei ein bisschen achtsam. Der mögliche Ausgang ist die Fünf der Kelche und das ist eben Bedauern. Das ist eben, dass du etwas bedauerst. Ja? Du musst praktisch mit dem arbeiten, was übrig bleibt.
Deswegen arbeite bedacht daran. Ne? Das, was wir hier legen, ist nicht in Stein gemeißelt. Das sind die Energien, die vorherrschen. Und wenn ich dir sage, sei vorsichtig mit deinen Worten oder wem du diese Worte entgegenschleuderst, dann hat das schon seinen Grund. Das wirst du auch dann in der Situation wahrscheinlich merken. Also wähle deine Worte bedacht und wähle deine Schlachten bedacht oder deinen Streit. Was haben wir am Montag? Wir haben 7 der Stäbe. Du stehst für das ein, was dir wichtig ist. Also du bist standfest, du kannst das vertreten. Du bist halt auch, ich sag mal, willens dafür sich einzusetzen. Übertreibst du nicht. 7 der Stäbe ist auch, wir haben die Rüstung an. Wir haben uns gerüstet, vielleicht für die Auseinandersetzung. Das könnte mit deiner Energie Haus und Heim, vielleicht willst du dein Haus und Heim verteidigen, je nachdem. Wir gucken mal weiter. Dienstag haben wir den Erfolg mit Stärke. Also dein Wunsch wird dir wahrscheinlich gewährt, dass du genügend Stärke hast, vielleicht auch die Stärke eben im richtigen Moment den Mund zu halten. Ne? Am Mittwoch haben wir den Ritter der Kelche, das ist liebevolle Energie, das ist auch so jemandem Honig um den Bart schmieren, das könnte eben mit dieser Angst zu tun haben, vielleicht möchtest du etwas umsetzen, etwas durchsetzen, je nachdem und versuchst das eben mit Charme. Gut, der ist sachlich, vielleicht lässt er sich einwickeln, vielleicht nicht. Donnerstag haben wir die Mäßigkeit. Also ich würde vorschlagen, dass du auch diesen Charme gemäßigt einsetzt, genauso wie deine Streitlust. Es ist vielleicht notwendig, aber ich sag mal so, je sachlicher, je, ich sag mal, weniger dramatisch du das rüberbringst, desto effektiver. Was haben wir hier? Ritter der Münzen, Geduld. Erdenergie passt zu dir, langsam aber stetig zum Erfolg. Also nicht überstürzen, nicht wie zum Beispiel der Ritter der Schwerter reinrauschen, den ganzen Laden zusammenkloppen und dann wieder gehen. Ich glaube, das hinterlässt nicht so einen guten Eindruck, egal mit wem du es zu tun hast. Ja. Also sei pragmatisch, wie Erdzeichen nun mal sind und überlege dir gut, welche Schlacht du wählst und ob du diese Schlacht wirklich führen möchtest. Dann haben wir hier nochmal die 5 der Kelche. Das hat wieder mit der Kommunikation zu tun. Ich denke mal, dass du aufpassen solltest, was du sagst, wem du es sagst, damit du nicht nachher dastehst und wirklich die Scherben aufsammeln kannst. Ja, wir haben das 2-mal. Das ist Vorsicht. Am Sonntag haben wir die 8 der Schwerter und da denkst du dir, hätte ich mal besser den Mund gehalten oder hätte ich mal besser dies oder jenes. Im Nachhinein ist das natürlich zu spät. Deswegen schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben ja die Chance bei dir auf einen Neubeginn. Wir haben auch hier die Prinzessin der Stäbe, Begeisterung von der anderen Seite. Wir gucken mal. 4 der Stäbe ist bei dir, wie du dich siehst. Wir haben den Bube der Schwerter, Nachrichten, Informationen, Austausch und Konflikt. Ja, du bekommst vielleicht Informationen, Nachrichten, was auch immer. Die müssen ja nicht stimmen. Also sei vorsichtig, ja. Versuche so neutral zu bleiben wie möglich. Schwerter sind auch neutral, weil sachlich. So, du wünschst dir Stärke. Ruhig zu bleiben. 6 der Schwerter. Und Königin der Stäbe, Feuerenergie, vielleicht dein Temperament zu zügeln, dein Wutanfall oder dein, vielleicht auch ist das die Person des Anstoßes, könnte durchaus sein. Du möchtest dem etwas entgegensetzen, möchtest dabei gelassen bleiben. Was ist jetzt der König der Schwerter in Hoffnung und Ängste? Wir haben den Turm. Und wir haben nochmal den König der Schwerter. Also, es geht darum, etwas niederzureißen und etwas Neues aufzubauen. Das wirst du nur und ausschließlich nur mit Sachlichkeit schaffen. Weder mit Emotionen, noch mit Hass, noch mit Wut, nur sachlich. Gut für dich ist die 5 der Schwerter, aber in Ruhe, Ritter der Münzen, ja? Und indem du ehrlich zu dir selber bist und vielleicht auch nochmal diese Information, die dir zukommt, hinterfragst. Klar, mir geht es ähnlich. Wenn mir jemand etwas erzählt, nehme ich das erstmal als gegeben hin. Wenn es aber um etwas geht, in das du dich streitbar einbringen sollst, wäre ich sehr vorsichtig. Und ich würde auch versuchen, erstmal die anderen Argumente vielleicht dessen, wo du dich einsetzen sollst, zu hören. Sachlich,
nicht emotional. Und dann zu überlegen, mir Zeit zu lassen. Ne? Hier, Ritter der Münzen. Nicht zu vorschnell zu urteilen. Ja? Acht der Stäbe, eine Entscheidung in Liebe und neun der Kelche. So, wenn du liebevoll und freundlich und nett an diese Sache herangehst, egal ob das beruflich, privat ist, wie auch immer, wirst du die Kraft haben, das in Ruhe zu klären. Dann brauchst du den Streit gar nicht. Fünf der Kelche, da ist die Enttäuschung. Und die sieben der Schwerter. Und das ist eben, denke ich, dass du entweder jemanden enttäuscht oder total enttäuscht bist von jemand anderem, der dir vielleicht hier nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ja? Also sei bitte, bitte in dieser Woche äußerst vorsichtig mit dem, was man dir zuträgt und was dich wütend macht. Höre bitte dir vorher beide Seiten sachlich und unvoreingenommen, so unvoreingenommen wie es nur geht, an. Sieben der Stäbe. Ein Neubeginn. Du stehst für das ein, was dir wichtig ist und bildest dir ein Urteil aufgrund dessen, was dir zugetragen ist. Der Erfolg liegt im inneren Konflikt, was glaube ich nicht, und in der Ruhe und Beharrlichkeit und Geduld, die du aufbringen kannst, das Ganze wirklich, ja, ich sag mal, zu durchleuchten. Und dann haben wir den Ritter der Kelche, liebevolle Energien, zweimal sogar, und die Königin der Münzen, deine Energie. Also je liebevoller, freundlicher du auf den Streitpunkt oder die Sache zugehst, desto liebevoller und erfolgreicher wird das für dich ausgehen. Mäßigkeit ist angesagt, also ehrlich zu sich selber sein und die Klärung auch so sachlich wie möglich anzugehen. Du kannst an der Situation nichts ändern, das ist der Gehängte. Ja, die Situation ist, wie sie ist. Aber wir haben noch mal den König der Stäbe. Wir hatten hier die Königin der Stäbe. Ich glaube, dass da jemand, dass du in den Schuhen dieser Person erstmal laufen solltest, bevor du dir ein Urteil bildest. Und das dauert halt ein bisschen mit dem Ritter der Münzen. Da ist die Zehn der Kelche und die Kommunikation. Dann wird die Kommunikation erfolgreich und es wird sich alles klären lassen. Fünf der Kelche, halte bitte nicht daran fest, zwanghaft dich in diesen Streit einzumischen. Sei neutral und unbelastet, ja? Sonst hast du nachher nämlich die Karte des Chaos, das hätte ich mal besser, ja? Das ist der Teufel, die Acht der Schwerter. Das ist das, was dich reiten könnte. Du hast vielleicht vieles gehört, auch von verschiedenen Seiten, aber bevor du den Stein des Anstoßes nicht geklärt hast, solltest du kein Urteil fällen. Es geht um Fairness, es geht um Gerechtigkeit und der Wahrheit wirklich ein Stück näher zu rücken. Du musst dir das so vorstellen, die Wahrheit ist immer subjektiv. Also wie du das siehst in dem Moment, wenn etwas geschieht, kann ganz anders aussehen, als wie dein Gegenüber die Sache sieht. Und da einen Mittelweg zu finden, da liegt irgendwo die Wahrheit. Ja? Wenn du dich irgendwo ungerecht behandelt fühlst, kann sich der andere genauso ungerecht behandelt fühlen, weil du vielleicht zu schnell, zu aggressiv reagiert hast, zum Beispiel. Das muss nicht so sein, es kann auch umgekehrt sein. Es geht einfach nur darum, wenn da etwas ist, was aus der Welt geschafft werden soll, was mit Familie zu tun hat, mit Umfeld und so weiter, bitte, bitte behalte die Nerven und behalte den Überblick und lass dich nicht von Emotionen leiten. Das wäre ganz fatal. Okay. Genug gewarnt, jetzt kommt die Orakelkarte. Energiearbeit. Das Leben kann elektrisierend sein, denn seine tiefste Essenz ist Energie. Dein Körper ist ein erstaunliches Energiefeld, das positiv auf liebevolle Behandlung reagiert. Deine Hände und dein Herz sind aktiviert, um deiner Familie, deinen Freunden und Klienten heilende Energie geben zu können. Also du hast vielleicht auch die Möglichkeit, etwas zu heilen. Sei dir dessen bewusst. Und das schaffst du nicht, indem du da noch mehr Konflikt hervorrufst, ja? Ich lese mal vor, was da in der Orakelkarte steht, also was noch mehr kommt. Sie haben diese Karte empfangen, weil sie nach Meinung der Engel von Energiearbeit, wie beispielsweise Reiki oder Qigong, profitieren würden.
Sie können sich bei einem alternativen Heilungszentrum nach einem qualifizierten Heiler erkundigen. Die Engel schlagen vor, dass Sie eine Energieheilungssession initiieren. Diese Karte kann auch die Botschaft der Engel anzeigen, die besagt, dass es Teil Ihrer Lebensaufgabe ist, anderen Menschen Energieheilung zu geben. Sollten Sie in dieser Hinsicht bereits eine Ausbildung gemacht haben oder sich angeleitet fühlen, eine solche Ausbildung in Angriff zu nehmen, ist diese Karte ein Zeichen dafür, dass Sie in diesem Bereich vortreffliche Arbeit leisten würden. Warum auch nicht? Ich habe jetzt bei dir allerdings gesehen, dass du wirklich vor einem Konflikt stehst, wo du, sage ich mal, mehr oder weniger die Person bist, die hier den Richter macht, die der Mentor ist, also der Mediator besser gesagt, also derjenige, der beurteilen soll, was ist jetzt richtig und was nicht. Und bevor du dich da auf eine Seite schlägst, solltest du so neutral wie möglich an die Sache herangehen, beide Seiten getrennt voneinander anhören und dir dann ein sachliches Urteil bilden und das natürlich auch entsprechend liebevoll zu kommunizieren, ein Lösungsansatz. Statt Kritik zu üben, bietet es sich immer an, einen positiven Ergebnisertrag zu liefern. Also zu sagen, statt du hast jetzt das gemacht, das ist nicht richtig, zu sagen, wir sind jetzt an Punkt so und so, wir kommen keinen Schritt weiter. Und wir wollen doch, dass diese Dinge eine Lösung erfahren. Und dann machen wir das so und so und so. Also sprich nicht die Leute direkt an, mach sie verantwortlich, beschimpfe sie, was auch immer, sondern versuche das so sachlich und neutral wie möglich anzugehen. Du bist vielleicht nicht der Stein des Anstoßes, aber du könntest dich ganz schnell in einen hitzigen Streit verirren, mit dem du ursprünglich gar nichts zu tun hattest. Also, meine liebe Jungfrau, sei achtsam, sei weise, sei sachlich und versuche, die Emotionen weitestgehend daraus zu nehmen. Das ist mein Ratschlag. Ich bin gespannt, wie sich das für dich dann zeigt in der Realität. Ich bin sehr gespannt, was du berichtest in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Ich bin ja immer neugierig, wie sich das in der Realität dann umsetzen lässt, beziehungsweise was dann auch passiert. Und freue mich, das dann auch zu erfahren. Ich wünsche dir natürlich den bestmöglichen Erfolg dabei, den bestmöglichen Ausgang und hoffe, dass ich damit einen positiven Ausgang mit bewirken konnte, wenn es geht. Ja, wenn das hilfreich für dich war, würde ich mir ein Däumchen hoch wünschen. Ich danke dir und wünsche dir natürlich, wie gesagt, das Allerbeste. Bis bald. Tschüss.